Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres KSP Let's Plays. Was geht? Wir haben noch eine Aufgabe, und zwar einen Lunar Impactor rauszuknallen. Und danach im Anschluss werden wir auf jeden Fall zusammen eine Rakete designen. Mal schauen, ob wir damit diese Folge schon anfangen, je nachdem wie es läuft. Ne? Ihr wisst ja, bei diversen Fehlversuchen müssen wir die Folge nur auf das hier reduzieren. Aber wenn alles klappt, dann machen wir den richtigen Spaß. Weil dann geht es nämlich an unsere erste Rakete, die einen Astronauten ins All bringen soll. Joa. Wir müssen auf jeden Fall, so wie bei jedem Impactor, wieder unseren Mond als Ziel setzen. Da haben wir hier jetzt natürlich wieder Launch into Plane of Target. Ja, 19 Stunden, passt. Dann spulen wir mal vor. Ja, dass wir hier möglichst zügig auch rauskommen. Und einen guten Start hinlegen. Es gibt wieder einen Nachtstart. Wer hätte das gedacht? Und wunderbar. Mal nochmal kurz gucken, Staging. Passt. Weit. Ja. Wunderbar. Wie viele Sekunden noch? 3. Perfekt. Dann let's go. Erstmal so gut wie keine Bewegung drin. Ist auch immer ziemlich geil. Das können wir auch direkt schon vorspulen. Wir sehen hier einen ganz leichten, eine leichte Bewegung zur Seite. Ist aber voll fein. Ach ja, schönes Bild, ne? Ja, aber die nächsten Raketen, die werden auf jeden Fall der interessante Part. Weil dann geht es nämlich das erste Mal wirklich darum, Astronauten rauszuschicken, wieder zurückzuholen. Wir können direkt am Anfang erstmal gemütlich gehen mit einem suborbitalen Flug. Wir gehen da so Step by Step nach und nach dran. Ich glaube, da werden wir die größten Erfolge dann rausziehen. Außerdem haben wir relativ wenig kurze Bauzeiten, relativ viel Wissenschaftsoutput, Output hoffe ich, wegen Crewberichten. Und auch wegen den Meilensteinen, die wir dann insgesamt da noch kriegen werden. Denke ich, machen wir damit den besten Cheat. Wunderbar. Da geht auch theoretisch der Mond auf. Also eigentlich, oh, ich bin ja schon fast verleitet, danach SAS und einfach weiter zünden zu lassen. Wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, aber gut. Wir chillen mal. Jetzt geht es erstmal darum, einen Orbit zu kriegen. Danach machen wir unseren Manöverpunkt fest. Weil wir sind ja jetzt auch schon relativ weit, muss man mal sagen. Da sollten wir nicht so viel drauf geben. Und zack, haben wir noch gut was an Sprit am Start. Das ist doch super. Dann, bevor wir jetzt mal irgendwas machen, gehen wir erstmal ein Quick Save. Und jetzt natürlich gehen wir mal hier hin. Das wäre in 4 Minuten. Wischen hier rüber. Ja, wir haben da 3400 am Start, da kann man ein bisschen
später zünden. Ne? Aber wir haben es gesehen, jetzt gerade an dem Punkt, wo der Retrograde Point ist, könnten wir sehr entspannt mit relativ wenig Delta V da ranfliegen. So, jetzt ist die Frage. Ansicht zentrieren. Mach ich mal hier open. Ich muss wissen. Okay. So, perfekt. Haben wir es doch. Können wir unser SAS direkt schon mal drauf ausrichten. Dafür müssen wir unser RFS aktivieren. Dann können wir eigentlich auch schon fast direkt zünden. Und dann brauchen wir 1148,8 Delta V. Das können wir auf jeden Fall ausknallen. Da hat jemand aber einen nervösen, ey. Ah, perfekt. Wunderbar. Dann gehen wir doch mal kurz auf den Vorspulen. 1 Minute 1 Schubzeit, das heißt 45 Sekunden halte ich für, glaube ich, einen ganz guten Spot zum Zündung reinjagen. Gehen wir jetzt raus. Und... Oh. Ja gut, das ist schwierig. Weil... Ja. Hacke. Wir laden den Spielstand. Da muss ich jetzt zwar nochmal das Manöver einstellen, aber ja gut. Pipifax, das kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal gebacken. Und da muss ich wieder schnell speichern. Da muss ich mir in der Birne behalten. Hier, wenn wir da... Ja, komm. Okay, das war ein bisschen viel. Zurück, 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 zurück. Noch weiter zurück. Checken wir die mal direkt. Close. Ja, weniger, weniger. Das sieht doch sehr fein aus. So, Mille, Treffer. Perfekt. SAS, Manöverpunkt. Ziehen das hier mal vorsichtshalber noch mit rein. Dann schalten wir das jetzt diesmal aus, drücken nochmal kurz F5 fürs Schnellspeichern und jetzt Schub. Und einschalten, ja kacke. Kacke, warum funktionierst du nicht? Machen wir den ganzen Spaß nochmal. Diesmal schalten wir es nicht aus, sondern wir starten einfach frisch. Ist das eventuell wegen dem... Geht doch. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt halt relativ spät dran. Das heißt, ich muss auf jeden Fall über die Map fliegen zum Schluss. Und dann die Zündung an der Stelle beenden. Aber gut. Ja. Wird schon hinhauen irgendwie. Er sagt mir zwar, wir hätten zu wenig, aber das ist eine Lüge.
Wir haben auf jeden Fall genug. Sogar eigentlich zu viel. Wenn man jetzt mal richtig penetrant und penibel wäre, dann hätten wir sogar um einiges zu viel. Aber das sieht doch jetzt schon mal ganz fein aus. Gehen wir in den physikalischen Time Warp. Einfach weil mir das sonst viel, viel zu lange dauert. Und wenn wir das geschafft haben, dann chill ich. Ah, falls ihr es nicht hören solltet, ich bin ein bisschen erkältet. Also, wer das nicht hören sollte, der hat hier wahrscheinlich noch nie zugeschaut. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch gerade irgendwie nicht unbedingt so fettgesprächig. Und... oh, 3,6. Ja, wir haben keine Verbindung. Ist natürlich schlecht. Gehen hier jetzt mal ein bisschen raus. Checken mal kurz die Periapsis. Wird größer, hier rückwärts wird kleiner. Okay, da wir hier ja einen sehr großen Einfluss haben, nur mit unserem RFS, ist das jetzt auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Und wir sehen 4, 3, sind wir schon bei 2, 1 und gleich haben wir einen Volltreffer. Wunderbar. So, machen wir noch ein bisschen weniger. Und dann dürften wir auch gut einschlagen. Würde ich mal behaupten. Und wir haben sogar noch ein bisschen Delta V übrig, um dann vielleicht noch ein bisschen rein zu beschleunigen. Wenn wir das denn möchten. Ja, tschüss Erde. Wir begeben uns jetzt wieder zum Mond. War schön hier gebaut zu werden, sagte sich der Satellit. Und flog in Richtung... na komm, auch wenn es nichts bringt. Und flog in Richtung Mond. Ja, jetzt kommen wir auch gleich aus dem Bereich, in dem wir noch Empfang haben. Dadurch, dass ich keine Antennen dabei habe, dürfte es auch früher abbrechen. Ich glaube, bei 100... naja, bei 100 ist noch alles chillig. Was war denn das? 140? Wo wir ursprünglich noch Saft hatten? Das könnte hinkommen. Ja, mit Antennen 140 kann gut sein. Irgendwie sowas. Das sieht auch super aus. Wir fallen im Endeffekt einfach straight auf den Mond. Ein bisschen dran vorbei. Wenn wir hier reintreffen würden, würden wir ins Zentrum treffen. Dann wären wir auf einem ziemlich direkten Flug nach unten. So, Apoapsis und say what? Ich hab schon gedacht gerade. Das wäre jetzt aber eine Schweinerei. Genau, richte dich schon mal Prograde aus. Finde ich super, wir sind stromtechnisch einfach immer noch sehr gut gestellt. Klar, jetzt zeigen wir der Sonne den Arsch, deswegen
haben wir jetzt einen höheren Verbrauch, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich echt gut aufgestellt. So, jetzt richte dich mal bitte Prograde aus, dass ich vorspulen kann. Und wir unseren Einschlag hier zelebrieren können. Passt soweit auch alles, ne? Ja. Ja, so ein bisschen Gezwiebel um die Achse ist okay. Ja, noch ein bisschen. Und jetzt sind wir doch auf einem guten Weg, straight auf den Mond zu knallen. Jetzt können wir auch tatsächlich, wir sehen ja hier, hier wäre an der Linie wäre noch drüber raus, aber hier sind wir jetzt auf jeden Fall auf Vollkurs mit dem Mond. Egal, ob wir jetzt noch rein beschleunigen oder nicht. Aber einfach, weil ich da Bock drauf habe. Wieso kann ich jetzt nicht mit H einfach Schub geben? Moment, bevor wir hier jetzt eine Fehlzündung haben oder so, geben wir einmal den Schub manuell, ne? Bisschen Julich erzeugen und dann schalten wir das Triebwerk ein. Und jetzt knallen wir aber sowas von mit Topspeed auf den Mond. Mehr Geschwindigkeit aufnehmen ging jetzt echt nicht. So. Gucken wir doch mal, wie schnell wir tatsächlich sind. 2750 Meter pro Sekunde. Ich würde mal sagen, damit sind wir auf jeden Fall drüber. Wir gehen hier oben wieder auf Terra-Oberfläche. Da sehen wir auch, dass wir relativ hoch sind. Und was ich jetzt auch noch mache, einfach, dass wir es gemacht haben, nochmal sämtlichen Stickstoff rausjagen, ein bisschen Abstand kriegen zu unserer Transferstage zum Mond und einfach reinjodeln. Wie viel haben wir denn noch? Ja, komm, machen wir mal physikalischen Time Warp mal 4, sonst warten wir hier noch ewig, bis das Ding leer ist. Und, ja. Chillig. Doch recht gut weit weg. Wir sind also ein gutes Stück schneller. Ich gehe aus dem physikalischen Time Warp mal raus. Und jetzt oh, voll in den Krater, hä? Und erledigt und Impact. Putz. Da ist der andere direkt hinterher gewesen. Chillig. Von hier aus sehen wir auch noch Jupiter und Venus, aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Ist das nicht schön? Wir gehen wieder zurück ins Weltraumzentrum. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall dementsprechend nochmal 22 Wissenschaftspunkte waren es, glaube ich. Das heißt, wir dürften jetzt 66 haben, das heißt über 50. Und wir haben nochmal einen Upgrade-Punkt bekommen. Das finde ich ja sehr schön, ja. 66 Wissenschaft, nice. Mal kurz gucken. Als nächstes wäre Lunar Orbiter. Da ist halt der Punkt mit der Verbindung, dass das eher schwierig ist. Dafür brauchen wir erst Interplanetary Communications, dass wir eben so eine Relais-Station hochkriegen. Ja, aber mit 66. Hm.
können wir einiges anfangen mit. Wir können natürlich wieder auf neue Engines gehen, auch wenn das im Moment gerade, glaube ich, nicht unbedingt so unser dickster Punkt ist. Aber hier Ignitions 5, ne? Noch mehr Alternativen zu mehrfach zündbaren Engines ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da gehen wir rein. Dann mehr Science ist auch immer gut. Und so, wir haben gerade einen Durchbruch geschafft. Ah. Cool. Die Avionics gehen noch nicht, wegen 0,1 Punkten, aber es geht halt noch nicht. Das würde theoretisch gehen, aber die sind schweineteuer. Ja, dann lassen wir den Rest jetzt, glaube ich, erstmal außen vor. Weil hier brauchen wir 50, hier brauchen wir 50. Und die unlocken uns dann den nächsten Weg. Ich glaube, wir sollten dann erstmal hier reingehen und eben hier noch fertig machen. Deshalb sind wir da, glaube ich, durch. Und dann werden wir noch in... ja, unser R&D wir noch ein bisschen reingehen. Bei wissenschaftstechnisch, wir sind immer noch im Grün. Ne? Und Grün ist eigentlich immer, heißt, es geht schnell voran. Deshalb finde ich, ist das eigentlich ganz cool so. Was war das denn? Habe ich jetzt aus Versehen aufs Ordnungssystem drauf, aufs Ordnungsgebäude gedrückt. Ja, okay. Wir haben hier einen Haufen Trümmer. Ich glaube, ich tatsächlich alle mal loswerden möchte. Und das werde ich machen in der Zwischenzeit zwischen den Folgen. Ich werde hier jetzt mal alles andere abwählen. Einfach, dass ich hier nicht aus Versehen irgendwie noch was anderes beende. Weil schaut euch das mal an. Was hier an Schrott rumfliegt. Wir haben so einen richtigen Müllgürtel geschaffen. Könnte man jetzt theoretisch bis zum Ende durchziehen. Und den ganzen Müll sammeln, aber wir kriegen dann irgendwann auch Performance-Probleme. Deswegen lassen wir den Spaß an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, wie wir was... ja, auf den Mond knallen lassen. Und lasst natürlich gerne ein Like da, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Hier ist sogar ein Trümmer, der den Mond als Orbit hat. Mondorbiter, ich hab's geschafft. Okay. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Nochmal, lasst natürlich gerne ein Like da, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein und see ya!